freut das besonders, dass hier auch Kinder heute waren mit ihren Familien. Das zeigt mir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Normalerweise kenne ich das in den letzten Jahren anders. Da waren wir immer weniger. Was heißt wir? Ich war zu dem Zeitpunkt noch Journalistin, habe selber für ZDF gearbeitet. Die haben mich aber rausgekickt, weil ich nicht in deren Sinne berichtet habe. So läuft das nämlich heute. Wenn man heute nicht der Mainstream-Meinung entspricht, dann wird man ganz schnell entfernt. Ich habe ein paar Mal geschrieben und fotografiert und habe die Wahrheit gesagt. Da kam ein Journalist zu mir namens Rainer Fromm. Der arbeitet für ZDF, für Frontal 21. Wir waren eigentlich gute Kollegen, dachte ich. Der kam zu mir und hat gesagt, Melanie, wenn du keine Probleme kriegen willst, dann schreib doch einfach, dass du auf den Demos, auf denen du warst, Rechtsradikale gesehen hast, die schon mal straffällig geworden sind. Dann habe ich gesagt, was ist das für ein Scheiß? Das ist doch eine total verlogene Scheiße. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht mit. Bravo! Da habe ich gesagt, wenn ich zu einer SPD-Demo gehen würde, dann würde ich doch auch nicht da rumlaufen und gucken, ob da ein Kinderficker ist. Das ist doch kranker Scheiß. Da würde ich doch beim Thema bleiben. Genau so sieht's aus. Ihr habt das erkannt. Ich kann jedem normalen Bürger nur empfehlen, der Angst hat vor uns, weil er denkt, dass wir, wer weiß, wie schlimme Schläger und sonst was sind und Hetzer. Informiert euch alternativ. Es gibt genug Möglichkeiten. Niemand hat die Dönermorde bislang zugeordnet. Da war von organisierter Kriminalität die Rede, aber doch nicht von einem extremistischen Terroranschlag. Niemand hat die Dönermorde bislang zugeordnet. Da war von organisierter Kriminalität die Rede, aber doch nicht von einem extremistischen Terroranschlag. Mit der Erschießung der Täter in diesem Wohnmobil. Mit der Erschießung der Täter in diesem Wohnmobil. Aber es ist ja natürlich eine Riesenblase, die letztlich aufgestochen wurde mit diesem Erfolg dann von Eisenach, wenn man das mal als einzigen polizeilichen Erfolg im Moment dort ausmachen würde. Dass Sie gerade gesagt haben, die Erschießung der Täter hat nichts mit Verschwörungstheorien zu tun, die dann wieder kommen. Wir lassen das mal einfach jetzt so stehen. Dass Sie gerade gesagt haben, die Erschießung der Täter hat nichts mit Verschwörungstheorien zu tun, die dann wieder kommen. Wir lassen das mal einfach jetzt so stehen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die selbsternannten Demokraten wollen mit einem gemeinsamen Antrag ihre Solidarität gegenüber den Angehörigen und Freunden der Opfer einer neofaschistischen Terrorbande, so wie sie es nennen, ausdrücken und richten gleichzeitig einen Appell unter anderem an die Hansestadt Rostock, eine entsprechende Gedenktafel für Mehmet Turgut zu errichten, sowie an die Bürger des Landes Mecklenburg-Vorpommern weiterhin engagiert und verstärkt allen Formen von Alltagsrassismus und Fremdfeindlichkeit entgegenzutreten. Wenn nur dieser Satz von Ihnen ernst gemeint wäre. Aber für Sie sind Opfer offensichtlich nur eine Aufmerksamkeit wert, wenn die mutmaßlichen Täter Deutsche, am besten noch sogenannte Rechte sind. Denn wo war denn Ihre Trauer, als Mehmet Turgut nach offizieller Lesart noch ein Opfer der organisierten internationalen Bandenkriminalität war? Wo war Ihre Betroffenheit den anderen 10 Toten gegenüber, als noch nicht 2 Deutsche für diese Mordtaten herhalten mussten,
die aufgrund ihres eigenen Todes keine Aussagen mehr über ihre vermutete Beteiligung an diesen Morden tätigen können. Jedes Mordopfer ist ein Opfer zu viel. Jedes Totschlagopfer ist ebenfalls ein Opfer zu viel. Doch für Sie und Ihresgleichen erhalten diese Verbrechen erst Gewicht, wenn diese Taten für Ihre politischen Zwecke eingesetzt werden können. Und ich habe nach wie vor erhebliche Zweifel daran, was uns in dieser Mordserie in der Öffentlichkeit als Wahrheit verkauft wird. Ich verweise in diesem Zusammenhang nur auf einen Artikel in der Jungen Freiheit, den sollten Sie sich auch mal zu Gemüte führen. Denn es gibt einfach zu viele Ungereimtheiten und zu viele Vertuschungen von Behörden in diesen Fällen. Und ich hoffe darauf, dass irgendwann die ganze Wahrheit ans Licht kommt und Sie und Ihresgleichen werden dann sicherlich sehr, sehr, sehr kleinlaut werden. Es ist die Absonderlichkeit, dass Sie Gewaltopfern erst eine besondere Aufmerksamkeit zubilligen, wenn diese Opfer Opfer einer bestimmten Tätergruppe sind bzw. zu sein haben. Dass Sie und Ihresgleichen im Bundestag und in den Länderparlamenten erst eine Schweigeminute einlegen, wenn ein wie auch immer gearteter, politisch motivierter Hintergrund rechts vermutet wird. Gleiches gilt auch für die mediale Wahrnehmung. Es ist das immer gleiche Verhaltensmuster bei Ihren Gesinnungsgenossen und Ihnen. Für Sie scheint es Opfer verschiedener Kategorien zu geben. Da sind jene Gewalttaten, bei denen man den Tätern eine wie auch immer geartete rechte Einstellung und somit ein entsprechendes Tatmotiv vorwirft. Die Opfer dieser Gewalttaten sind offenbar Opfer der ersten, höchsten Kategorie. Hierzu gehören auch die jüdischen Gewaltopfer, die fast ausschließlich von arabischen bzw. muslimischen Tätern verletzt oder gar getötet werden. Aus meiner Sicht handelt es sich hierbei ganz klar um einen Missbrauch der Opfer für politische Spielchen. Oder wo bleiben denn Ihre Mahnwachen, wo bleiben denn Ihre Lichterketten und wo bleiben Ihre Schweigeminuten für die mindestens 11.000 Opfer durch Morde allein im Zeitraum 1990 bis 2012, bei denen rund ein Drittel der Tatverdächtigen nicht deutscher Herkunft waren? Wo bleiben denn Ihre Mahnwachen, wo bleiben Ihre Lichterketten und Ihre Schweigeminuten für die mindestens 11.600 Opfer durch Totschlag seit 1990, bei denen wiederum rund ein Drittel der Tatverdächtigen nicht deutscher Herkunft waren? Wo bleiben bei Ihnen die Mahnwachen, Lichterketten, Schweigeminuten und andere Gedenkaktionen für die Opfer von Gewalt einzig und allein aus dem Grunde heraus, dass Sie Deutsche waren? Handelt es sich aus Ihrer Sicht bei den deutschen Opfern um Opfer zweiter Klasse? Es wurden allein seit 1990 in der Bundesrepublik Deutschland mindestens 7.800 Menschen, vornehmlich Deutsche, durch Nichtdeutsche getötet. Wo bleibt hier Ihr Aufschrei? Wo bleiben zum Beispiel auch Ihre Verbotsforderungen? Erst am Wochenende konnten wir durch die Medien erfahren, wie groß der Hass, wie groß die Abneigung bei vielen Nicht-Europäern, die gegenwärtig in Europa leben, auf uns Europäer sein muss. Der niederländische Linienrichter, der von marokkanischen Jugendlichen vor den Augen seines Sohnes totgeschlagen wurde, ist eines von vielen Opfern rassistischer Gewalt in Europa. Und dieser Rassismus richtet sich gegen uns Europäer. Bleibt zum Schluss nur die Feststellung, was für ein scheinheiliger Antrag, den die NPD-Fraktion selbstverständlich ablehnen wird. Und aufgrund dieser Scheinheiligkeit und aufgrund der Unehrlichkeit von Ihnen wird die NPD-Fraktion jetzt den Saal verlassen. Ja, wir verstehen es wirklich nicht. Vielleicht erklären Sie es uns. Ich hoffe, dass wir irgendwann eine eindeutige Erklärung dafür haben werden. Aber das ist eine der Kernfragen, die im Moment natürlich im Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwaltes versucht werden zu beantworten. Selbst das Tathergangsgeschehen in dem Wohnmobil in Eisenach ist ja noch nicht in seinen letzten Abläufen geklärt. Es liegt noch nicht der endgültige Obduktionsbericht vor, der insoweit ja Aufschluss geben könnte. Das heißt also, da gibt es noch einiges aufzubereiten. Es ist auch die Frage, zu welchem Zeitpunkt denn die Motive, von denen Herr Hämmerling sprach, in die Welt versandt wurden.
Ich denke, es ist davon auszugehen, dass es nach Eisenach geschehen ist. Und das ist natürlich dann eine ganz kritische Situation, die wieder neue Fragen aufwirft. Also da gibt es, denke ich, relativ viel noch aufzuklären. Und es hat ja durchaus einen Grund, dass der Generale Bundesanwalt die Ermittlungen übernommen hat, dass das Bundeskriminalamt federführend in den Ermittlungen drin ist und die Landeskriminalämter aus Sachsen, aus Thüringen, aus Baden-Württemberg und ich denke jetzt auch mittlerweile weitere dann zuarbeiten in dieser Situation. Sind Sie erleichtert, dass Sie es nicht mehr, ich sag mal salopp, am Hals haben? Also wir haben ja den, wenn man so sagen kann, relativ einfacheren Teil gehabt. Das ist der Teil, wo der Täter gleich Opfer feststeht. Unsere Situation war die Situation, zwei Banküberfälle zu haben, die Gott sei Dank dann dem ganzen Treiben auch ein Ende gesetzt haben mit der Erschießung der Täter in diesem Wohnmobil. Aber es ist ja natürlich eine Riesenblase, die letztlich aufgestochen wurde mit diesem Erfolg dann von Eisenach, wenn man das mal als einzigen polizeilichen Erfolg im Moment dort ausmachen würde und die jetzt zu Ermittlungen führt quer über die Republik, die jetzt plötzlich ein Netz erkennen lässt, was wir vorher so ja überhaupt bei den Sicherheitsbehörden nicht diagnostiziert haben. Niemand hat die Dönermorde bislang zugeordnet. Da war von organisierter Kriminalität die Rede, aber doch nicht von einem extremistischen Terroranschlag. Und das ist eine Situation, die wir heute, gut anderthalb Wochen nach dieser Tat, jetzt so beschreiben. Mit der Erschießung der Täter in diesem Wohnmobil. Niemand hat die Dönermorde bislang zugeordnet. Da war von organisierter Kriminalität die Rede, aber doch nicht von einem extremistischen Terroranschlag. Niemand hat die Dönermorde bislang zugeordnet. Da war von organisierter Kriminalität die Rede, aber doch nicht von einem extremistischen Terroranschlag.